Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Ja, endlich ist es wieder soweit. Leider gab es krankheitsbedingt etwas länger keine Folgen mehr, aber dafür jetzt umso mehr und hoffentlich noch umso besser. Wir befinden uns hier in einem riesigen Dungeon. Wir haben mittlerweile Kapitel 4 erreicht. Und was wird uns in diesem Dungeon bitte noch alles erwarten? Es scheint der letzte Dungeon, der letzte Dungeon zu sein, bevor wir zu Wahnfried kommen. Und das hier ist die Stelle, die John zuletzt gemacht hat. Wir können mal ganz kurz hier nach oben gucken. Hier trafen wir auf eine seltsame Frau, die, ja, sich teleportieren kann, warum auch immer. Auf jeden Fall hatte sie hier Schätze gefunden, hat diese mit uns geteilt. Wir haben uns, beziehungsweise John hat sich für die Heiltränke entschieden. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, hier in diesem Dungeon weiterzukommen. Und zwar ist es, hier links lang zu gehen. Das war meine Aufgabe. So waren Johns letzte Worte. Und ja, es gibt drei Ebenen, falls ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder zwei zumindest. Also schon drei, aber halt, also Erdgeschoss, erste und zweite, glaube ich. Und hier haben wir schon wieder mehrere Wege. Na, das ist ja super. Und je weiter wir... Ach du Scheiße, die sind schon wieder... Ah ja, komm, machen wir einfach mal. Dann können wir uns noch ein bisschen erzählen nebenbei. Je mehr Gargoyles, desto schwieriger wird's. Naja, apropos, sollten wir hier mal die Taktik platzierter Angriff machen. Die soll sehr gut sein, habe ich in einem der letzten Kommentare bei John gelesen. Und wie war das? Hat die Musik was gemacht? Ich weiß es nicht mehr, ich mach's einfach mal. Aber das hier hat, glaube ich, gar nichts gebracht, ne? Er ist einfach nur für die Heilung da. Der gute Dankwart. Und ja, komm, machen wir mal alle Heilung, was soll's. Er versucht eine Wie bitte? Habe ich das gerade richtig gelesen? 896 LP? Wow. Okay, Tanz der Sonne hat auch nichts gebracht. Gut. Wow. Platzierter Angriff und den Rest kann ich ja dann am Arsch lecken. Wahnsinn! 800! Okay, jetzt macht er nur noch 521. Aber diesmal kam er auch, glaube ich, nicht so super gezielt, kann das sein? Scheiße, muss ich doch nochmal machen. Ja, dann reicht aber diesmal ein ganz normaler Angriff. Scheiß drauf. Boah, das war ja irrsinnig krank gerade. Das war ja Instant Kill. So, jetzt aber normaler Angriff. Das muss reichen. Ja, also, passt doch. Boah, das war ja krank. Das macht der Granny dann im Alleingang. Da können die anderen halt passieren. Das ist ja lächerlich. Ja, was ich sagen wollte, je höher wir kommen... Oh, da geht's nach oben. Das will ich jetzt noch nicht machen. Dann will ich doch erstmal noch den Rest erkunden der Höhle. Je höher wir kommen, desto schwieriger und härter wird es. Und so aufregender. Da hinten sehen wir noch mehr Gargoyles, also da wird's wohl noch weitergehen. Dann werde ich jetzt... Warte. Da hinten war noch ein Gargoyle. Ich glaube, wenn ich das jetzt taktisch korrekt mache... Komm mal her. Pass mal auf. Jetzt! Ja! Einfach an ihm vorbei. Wow, bleib hängen. Wenn ich den jetzt hier anlocke, würde mich mal interessieren, ob ich dann auf die alle treffe. Nee, der kommt wahrscheinlich gar nicht hierher, oder? Folgst du mir? Ja, so mehr oder weniger. Ja, ja, komm mal mit. Ich will wissen, ob ich dann auf die alle da treffe. Oder? Ja, hier sind mehrere. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Komm, jetzt sind die alle in einem Bildschirm, weil ich will jetzt nicht zwei einzelne Kämpfe machen, sondern alle auf einmal. Hö. Jetzt wollte ich ihn angreifen, aber er wollte wohl nicht. Komm, jetzt aber. Kommen alle drei? Nein, es kommen nur zwei. Scheiße. Oh, war das jetzt völlig umsonst. So, probieren wir nochmal platzierter Angriff. Mit Libra können wir mal kurz ihr Magietrank geben. Tarius mache ich auch Magietrank. Und Dankwart gebe ich auch mal Magietrank. Dann haben die einfach was zu tun. Oh nein! Weichen die auch noch aus, okay. Ja. Bisschen ungünstig, könnte man sagen. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich gar nicht, mit den anderen anzugreifen. Die machen alle so gut wie gar keinen Schaden. Mal lieber nochmal platzierter Angriff und den Rest parieren wir einfach. Bitte. 999! Ich glaube, das ist das Maximum, was man überhaupt abziehen kann. Wie krass ist das denn? So, dann machen wir zweimal Parade und bei ihm machen wir eine Genesung auf sich selbst. Und. Ach, shit, hat nicht ganz gereicht. Ja, was soll's. Was soll's, gibt Schlimmeres, da klicken wir uns da eben schnell durch. Das muss dann auf jeden Fall rein. Das ist nach diesem Angriff von Granny. Ist der Toschar dann auch besiegt. Wunderbar. Jetzt muss ich aber gegen den trotzdem noch ran. Miese Sache. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf einen direkt platzierten Angriff von Granny. Nein, halt, stopp. Halt. Platzierter Angriff. Und machen wir trotzdem Parade. Das geht schneller, als wir, wenn die jetzt angreifen.
Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Alter, das ist ja unglaublich genial. So darf das weitergehen. Okay, so, hier ist schon mal das und das. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ich bin auf einen Schalter getreten. Nichts passiert. Kann ich das... Oh! Wow, wow, wow! Uff, das hat gesessen. Okay, das ist mir jetzt... Ah, das hat wahrscheinlich hier irgendeinen umgebracht, so wie es aussieht. Fies. Ja, mir... Ah, fuck! Okay, das hätte man sich eigentlich denken können, muss ich sagen. Also dann hier. Wenn hier der Schalter ist, dann muss ich jetzt hier. Wenn hier der Schalter ist, muss ich da. Hier Schalter. Und dann bin ich durch und es geht zu einer Kiste. Jawoll. Und es sind 5-mal Riechsalz. Das heißt, wir können 5-mal jemanden wiederbeleben. Ist das auf dem Rückweg jetzt auch so? Scheiße. Scheiße, jetzt muss ich mich allen Ernstes hier noch heilen, oder was? So ein... Oh, die sind ja alle tot. Fuck, jetzt sehe ich's erst. Ja, dann können wir unser neues Riechsalz direkt mal verbrauchen. Ach du Scheiße, ich schwöre, das habe ich gerade nicht gesehen. Heilige Scheiße. Wir haben mal jetzt Allheilung, was soll's. Holy shit, das habe ich nicht kommen sehen. Gut, nur ein Riechsalz verbraucht, aber trotzdem. Das war jetzt krass. Das war überraschend. So. Mein Gott, ganz schön viele Magietränke verbraucht. So, jetzt pass auf. Hier. 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 Alter! Dass die tot sind? Ich dachte, das... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nur auf Grandy geguckt. Und da habe ich nur eine gute Gesundheit gesehen. Grandy hält ja auch am meisten aus, oder? Kann das sein? Ja. Bei weitem. So, Moment. Da geht's nach oben, dann geht's hier noch einen Weg. Hier waren wir definitiv noch nicht. Hier, hier unten wird wohl nichts sein. Nee, so ist es. Dann gehen wir hier weiter. Okay. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Warum ist hier ein Speicherpunkt, wenn es da hinten hochgeht? Okay. Puh, der Kerl sieht ziemlich zermatscht aus, wenn ihr mich fragt. Was ist das? Was ist das für eine Kuppel? Die sieht ja mehr als verdächtig aus. Okay. Was erwartet uns hier oben? Eine Brücke, die in sich zusammenfällt. Das schreit nach einem Game Over Screen. Deswegen werde ich jetzt mal hier kurz speichern. Wir sind ja nicht doof. So, gucken wir mal. Okay, passiert nichts. Wahrscheinlich auf dem Rückweg oder so. Ach, what? What the? What the? Ja. Ich sag doch, das schreit nach einem Game Over Screen. Habe ich es kommen sehen oder habe ich es kommen sehen? Heilige Scheiße. Okay, das erklärt die Kugel in der Wand, die man nicht untersuchen kann. Hätte ruhig sagen können, was ist denn das für eine Kugel? Okay, das erklärt einiges und jetzt weiß ich, dass ich rennen muss. Und ich weiß, dass ich hier ganz außen rennen muss. Ganz wichtig. Alter Schwede. Ja, 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 ich hab's kapiert, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Lauf, 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 lauf. Und die nächste Kugel. Wenn jetzt noch eine kommt, dann geht's wahrscheinlich hier nicht weiter. Das wäre fies. Deswegen war da ein scheiß Speicherstand. Okay, passiert nichts. Noch nicht. Okay. WTF? Da kommt der Stein her, oder was? Was ist da drin? Oh Gott. Was quiekt denn darum? Fledermäuse oder tote Schweinchen? Oder kurz davor. Alter, WTF? Ich will doch nicht hier noch einen neuen Höhlenabschnitt. Also wenn, dann will ich nach oben gehen, aber... Ach du Schande, sind das jetzt Gegner oder quieken die einfach nur so um? What the damn fuck? Angst? Will ich nicht machen? Boah, jetzt wäre es so geil gewesen, wenn ich jetzt hier einen Cut hätte gemacht, ne? Aber bei 9 Minuten kann ich noch nicht aufhören. Dann gucken wir uns das an. Sprecht, Fremdlinge! Seid ihr im Namen der Familie Dinkelbrack unterwegs? Ja, aber das sicher. Oh nein. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Danke, Bart. Mal sehen, was er, es so zu fragen hat. Was kann nie verliehen oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Deine Mutter? Nee.
Ah, ein Rätselspiel. Damit kenne ich mich ja schon aus. Stimmt, ich erinnere mich zurück, als wir das gute Skelett getroffen haben in einer unserer ersten Höhlen. Okay, scheiße, was war die Frage? Was kann nie verliehen werden? Nee, wie war das? Verdammt, ich hab's nicht gemerkt. Was kann nie verliehen werden? Wird auch nicht verschenkt und doch immer verbraucht. Ja, Zeit. Ist doch klar. Es kann nicht geliehen werden. Geschenkt. Keine Ahnung, auch nicht. Zuerst dachte ich Orden, das ist klar, aber das ist definitiv Zeit. Die Weisheit der herzöglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Ja, das war einfach. Okay. Ist das jetzt eine Abkürzung zu Denkelbrack? Schloss? WTF? Also ich glaube nicht, dass wir es besiegt hätten. Oder hätten können, oder? Aber gereizt hättest du mich jetzt schon. Ich glaube, ich werde Folgendes machen. Ich werde mir das, was wir hätten schon viel früher tun sollen, meiner Meinung nach, ich werde mir einen zweiten Speicherstand zulegen. Und dann kann ich off-air mir das wenigstens mal angucken. Einfach nur, weil es mich interessiert. Und wenn ich es awesome finde, dann zeige ich es euch noch. Oh! WTF, davon denen gibt es mehrere? Okay, dann es wäre auch wohl zu einfach gewesen, ne, wenn man mit dieser einfachen Frage hätte durchkommen können. Okay, dann sind das wohl mehrere Fragen. Und dann glaube ich auch nicht, dass das ein normaler Gegner ist. Ich glaube, wenn du es falsch sagst, dann lässt er dich entweder nicht weiter oder er fliegt einfach auf dich drauf und zermatscht dich. Guck mal, was der zu sagen hat. Sprecht, Fremdlinge! Seid ihr im Namen der Familie Denkelbrack unterwegs? Ja, immer noch. Aber sicher doch. Quatsch aus dem Weg, nö. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Mach's kurz, komm, schnack nicht, mach los. Ja, komm. Okay, diesmal merke ich es mir. Onkel und Brüder. Habe ich keine. Aber dieses Mannes Vater ist mein Vaters Sohn. Was? Moment mal. Ist schon wieder deine Mutter gemeint? Nee. Das wäre jetzt geil. Als Antwortmöglichkeit deine Mutter. Okay, ne Moment. Onkel und Brüder habe ich nicht. Aber dieses Mannes Vater. Dieses Mannes Vater. Ist mein Vaters Sohn. Fuck, also sowas ist gar nicht meins. Wenn es um irgendwelche Familienrätsel geht, ey, da krieg ich die Krise. Ich kenne mich. Ich habe mit Familien nicht sehr viel am Hut. Da muss ich, das ist eher eine Aufgabe für John. Unser liebster Familienmensch, aber meine Sache ist das überhaupt nicht. Ich habe da null Bezug zu. Jetzt auch überlegt, dein Opa. Aber wenn ich keinen Onkel und keinen Bruder habe, na gut, das ist ja eigentlich wurscht. Das kann ja. Eigentlich, also Sohn und Opa kann beides sein. Die können beide keine Onkel oder Brüder haben. Ich bin diesen Vater, des Vaters Sohn. Keine Ahnung. Also bisher kann es nur der Opa sein. Ich frag mal was anderes. Ah! Scheiße! Dann war es doch der Opa. Oh Gott, es kommt zu einem Kampf gegen den Wächter. Ja, ich nehme mal an, dass ein platzierter Angriff bei dir nicht so viel bringt. Scheiße. Jetzt sind wir nicht allen Ernstes hier in einem Kampf mit so einem Wächter. Oh fuck, das hatte ich nicht vor. Shit. Mal schauen, Ja, wow, die Schwachstelle bringt bei dem auch einiges, okay. Also die reagieren anscheinend genauso wie Schaden, so wie es aussieht. Spielt mit der Muskel. Oh, der bereitet jetzt bestimmt so einen übelst epischen Angriff vor. Das heißt, ich werde mit dem parieren. Komm. Scheiße, das reicht natürlich noch nicht. Ich habe jetzt mal geblockt, damit ich den Angriff überlebe. Yes! Perfekt, ey. Vielleicht kann ich den sogar killen. Wenn er jetzt nicht gerade, was weiß ich, eine Attacke von 300 hat, könnte was werden. Na, er hat nicht so viel abgezogen. Ich block mit denen jetzt einfach alles andere. Oh, shit. Okay, der zieht schon viel ab. Okay, er zieht viel ab. Ja, mal gucken. Schwachstelle? Shit, war klar. Die Schwachstelle hat halt keine hundertprozentige Chance, dass er trifft. Wow, okay, auf den Feuerball reagiert er wohl nicht so gut. Okay, er spielt wieder mit dem Muskel. So, selbe Technik. Platzierter Angriff, hoffen. Feuerball, Parade, Parade. Komm, vielleicht schaffen wir den. Fuck! Nicht gut. Komm, Feuerball. Wieder 200... Oh shit! Jawoll! Okay, ich muss einfach mal zugeben, wir haben Schweineglück gerade.
Okay, komm. Vielleicht packen wir das. Oh shit, der geht bestimmt nicht so schnell down. Der ist nicht nett. Ja, gut, 100 kann ich verkraften. Okay, probieren wir es noch einmal. Parade und heilen. Mein Gott, hoffentlich überleben wir das.